Servus Leute, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge D-Side. Ja, heute mit dabei ist der Guten und Aaron. Ja, und alle oder, nehmen auf. Genau. Ich oder nicht, keine Ahnung. Ist mir auch ziemlich egal. Jetzt gerade, nein, Spaß beiseite. Ja, ihr habt es gestern mitbekommen bei mir mit den Aufnahmeproblemen. Ja, keine Ahnung. Und ich habe dann gestern aufgenommen, wie viel, 2 Stunden lang probiert, das irgendwie hinzubekommen. Nichts geschafft. Und heute auch. Dann habe ich heute das Problem gehabt, dass ich die Audiospur nicht mit aufgenommen habe. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen auf einer anderen Position, als wo ich das letzte Mal war, aber das sollte ja kein Problem sein. Und ein bisschen mehr Ausrüstung habe ich auch schon, oder ein bisschen andere. Ist nicht so schlimm. So, der Guten spielt die Sets, sehe ich gerade. Ja. Ja, ich habe das Spiel aber neu gestartet. Okay. Ich hat irgendwie ewig gebraucht, auch beim Server beitreten. So, ich überlege jetzt gerade, wieso habe ich so viel noch, so viel habe ich im... Ach Gott. Was ist denn da schon wieder los? Ich hätte gehabt, mein Inventar ist leer vorher gewesen, zum letzten Mal hin. Dabei dürfte ich schon wieder so viel Zeug haben. Und mit den 3 Status-Dingern komme ich auch noch nicht ganz klar. Ich glaube, hellgrün ist das Beste, was man erreichen kann. Weil ich habe jetzt Energized, ja. Hydrated auf hellgrün und Health auf hellgrün. Und jetzt bin ich ja. Stuffed auf Orange, aber das Stuffed ist nur gerade kommen, weil ich voll war von vorher noch und jetzt im Endeffekt... Naja, Stuffed ist, glaube ich, eh halb so schlimm. Ja. Wenn man dann nichts weitermacht, also wenn man merkt, okay, ich bin Stuffed und dann nicht irgendwie weiter trinkt oder isst, dann ist das eh egal. Dann soll's wohl. Also ich bin dieses Hydrated. Ja, aber wie, welche Farbe? Hellgrün. Hellgrün, ja, das bedeutet, du bist voll mit dem Wasser sozusagen, würde ich behaupten mal. Ja, ist gut. Also ich bin jetzt in Seelen-Novos oder so. Ja, ich bin links unten. Ich bin nördlich jetzt vom Airfield, dass meine Zuseher das auch wissen. Halt wirklich komplett da im Norden bei dem einen Haus. Okay, da war noch keiner drin, passt. Brauche ich nicht so herumschleichen. Ja, vorgehabt hätte ich, dass ich jetzt nachher noch einmal eine kleine Runde am Airfield mache. Was ist das? 45er ACB. Munition. Was ist denn der 45er? Das ist Revolver, oder? Na, 45er ist bestimmt die habe ich eh. FNX müsste das sein. Ach Gott, ich muss da irgendwie. Das kann man mal raus. Hauen. Ach hallo, wo bin ich denn? Keine Ahnung. Wohl? Ach! Welche Überraschung, da wo ich immer spawn. Hä? Wo ja, so Litschny, da. Achso, Factory, ja. Das ist eh Standard-Spawn-Punkt fast. Ja. Und aber ich bin auch ganz oft in letzter Zeit direkt im Berenzino gespawnt. In dem Industriegebiet da. Dann bin ich schon mal ganz nah an Elektro gespawnt. Quasi an den Außenmauern, so mehr oder weniger. Okay. Und einmal bin ich auch oben deiner Airfield-Gegend, da wo du letztes Mal gespawnt bist. Es gibt jetzt irgendein... Das sogenannte Sewing Kit oder so irgendwas, keine Ahnung, was das jetzt auf Deutsch heißt. Das ist irgendwie, kann man da seine Kleidung reparieren damit? Das will ich jetzt mal ausprobieren. So, die Snap mit dem Weapon Cleaning? Nein, Sewing Kit, das ist ein Nähset, glaube ich. Oh. Soll das heißen, soweit ich weiß. Ich gehe jetzt da oben in das Zimmer noch einmal. Warte, ich stelle mich nicht in das Zimmer, ich stelle mich da hin und probiere mal was aus. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, keine Ahnung. So, was reparieren wir denn? Black Tactical ist pristine, Brown Hunter sind badly damaged, die ist worn. Ah, ihr leckt ein Zombie durch die Wand. Ja, das kommt passieren. Nicht so geil. Nein, mein rotes Barretto, ich. Okay, das wird dann worn zumindest. Kann ich das zockeln? Angeblich findet man ja an der Factory auch Waffen. Ja, ja. Mir nie aufgefallen. Factory habe ich immer meistens an der Seite einfach gelassen. Das ist aber cool, da werden halt man kann alles sozusagen wieder nähen und dann wird das alles sozusagen worn zumindest. Ich probiere das jetzt mit dem Rucksack auch noch. Nein, mit dem Rucksack jetzt nicht. Okay. Ich muss da jetzt einmal ausmisten nachher das ganze Zeug. Ich würde jetzt einmal in den Wald gehen. Ich muss mal ausmisten, ich habe nur eine Batterie und eine Taschenlampe. Nein, ich habe so viel Klumpert dabei. Ja, ich hatte bestimmt jetzt in den letzten 14 Tagen 20 verschiedene Charaktere. Okay. Was, ich habe immer noch den einen.
Manchmal hat ja, man das Glück, dann hat man ewig. Das hast du auch gehabt, gut, eine Zeit lang. Und dann hast man, weiß nicht, irgendwann so, auf einmal geht gar nichts. So wie ich da jetzt die Zeit lang eigentlich eh auch nie was Gescheites zusammenbekomme. Aber jetzt der Charakter ist halbwegs gut. Mir fehlt jetzt eigentlich nur eine gescheite große Waffe noch. Was hast du so jetzt? Ich habe eine Feuer, halt sozusagen Standardausrüstung. Hey, eine Machete hätte ich gerade gefunden. Was? Aber ich habe ein. Ich werde schon wieder von Zombies verfolgt. Nein, die Machete nehme ich nicht mit. Ich weiß auch nicht. Mir geht es im Moment wirklich jedes Mal so. Ich spawne, finde gar nichts. Gehe in eine Stadt, die ist komplett leer. Bin irgendwo, wo auf einmal dann richtig geiler Loot ist, nur M4 oder so. Auf einmal habe ich auch was zu essen und werde im nächsten Moment von einer ganzen Bande am besten erschossen. Ja, so wie bei mir letztens zum Rift will ich auch gern wieder mal gehen. Ja, obwohl da fast nur Kleidung ist. Ja, es ist mir egal. Halt, ich tät eh gerne mal wegen Kleidung und ich tät dort gerne mal meine Rache verüben von den letzten Male. So, was werden wir denn machen? Den hab ich dir doch damals sogar schon gerechnet. Ja, aber ich will es selber rechnen noch irgendwie. So, das werden wir mal empty machen. Gibt jetzt auch so eine neue Waffe, habe ich gehört oder gelesen. Dafür habe ich glaube Munition gefunden. Also ich habe eine Double Rifle letztens gefunden, der SKS. Und dann noch irgendwie so ein Ding, die neu ist. Okay. So, jetzt probiere ich den Trick aus. Wenn man nämlich ein 60er Magazin leer macht, bekommt man 60er Stacks. Und das ist das Gute nämlich. Ja, dann kann ich einmal das ganze Zeug zusammenstacken. Was ich da hast so viel habe. M4? Nein, aber ich habe nur Munitionenhaufen. Okay. Ja, den Feuerwehrwachten, egal wo du bist. Feuerwehrwacht, Polizeiwacht, da findest du ganz oft. So. Ah, der liegt eigentlich immer. Nein, jetzt habe ich das meine Roundbox droppen lassen, weil ich glaube, die taucht eh gleich auf. Und jetzt ist sie nicht da. Ja, machen wir dabei weiter. Schauen wir, was kann ich da noch? Battle Damage. Ich war nicht mehr mit der Steuerung klar. Ich kann gar nichts essen. Ich habe so viel zum Essen eigentlich mit, was ich eigentlich alles nicht brauche. Ich schaue gerade, ob ich nicht Battle Damage Zeug einmal wegschmeiße einfach jetzt. Und nur mehr Pristine und Foren und so weiter. Alles was Badly Damage ist, haben wir jetzt mal weg. Gehen wir mal davon aus. Obwohl ich hatte mit Badly Damage oder so Ruinsachen früher auch bei Nahrung überhaupt keine Probleme. Nicht, hat man auch nicht, glaube ich. Aber, ja. Ach, ich renne einfach mal. Bevor ich jetzt mein ganzes Inventar da voll zumülle und ich es eh nicht brauchen kann, weil das schon zu viel ist. Wird einmal Battle Damaged. Okay, Essen habe ich eigentlich wenig, sehe ich gerade. Aber zwei Dosen hätte ich. Halt mit Damaged habe ich auch noch eine Dose. Ich überlege gerade, Damaged Zeug hebe ich noch auf. Battle Damaged habe ich jetzt weggeschmissen. Meine Roundbox ist noch immer nicht auftaucht. Ist aber jetzt scheiße. Ja, hatte ich auch schon häufiger, dass ich mein Inventar sortiert habe. Irgendwie die, gerade diese die gelben Kisten, man kann auch nur eine mitnehmen, wenn man zwei zwei mit hat, dann klickt man die auf die und die kriegen, also dann tut er so, als wären die da dasselbe drin. Okay. Dann muss man die droppen lassen und kommt dann erst an sein Zeug. Also eigentlich lohnt sich mehr als eine von den gelben nicht. Wollen ich dann brauchst du ewig, um an dein Zeug zu kommen. Ich hatte eine Pristine, hab mich nächstes Mal eingeloggt, war auf einmal badly damaged. Ist aber komisch. Na, wieso taucht die jetzt nicht auf da bei mir? Irgendwie. Ich hätte es nicht da im Wald fallen lassen sollen, wo ich es nicht sehe. Weil so lange das. Was? Warte, da ist sie irgendwo. Ach, und bei mir sieht man nur laufen, ne? Das ist jetzt blöd, weil ich sehe. Ich habe sie kurz gesehen da auf der Seite. Aber irgendwie dürfte die so in den Baumstamm getroppt sein. Dass man sie nicht immer sieht. Ich glaube, es bringt hinknien was. Und hinroppen. Wobei. Dass ich das Zeug wieder finde. Weil ich hab's kurz gesehen, aber auf der Seite aber nicht. Ja, dann hast du irgendwie wegen Verbindung, dass das Server noch. Na, oh ja, ich sehe es ab und zu, aber. Nicht immer. Ich weiß nicht, wo er das genau hingedroppt hat. Boah, mein Charakter hat gerade wieder. Boah, das ist jetzt gerade so ein Fehlbar, das ist gerade so. Ich robbe einfach nur im Gestrüpp herum. Ich finde, mittlerweile ist es als Anfänger deutlich schwieriger geworden. Weil auch so viele Zombies hier, da kriegst du rumgammeln. Alter, sind auf einmal richtig viele Zombies und der Server ist gleich wieder vom Restart. Na, hoffe ich nicht. Wieso ist also, das sollte sein? Wieso glaubst du das? Zwei Stunden oder so noch.
Warte mal, 5, 16er, das ist eh die. Das bedeutet, ich mache das hier leer, empty. Habe ich dann 60er Stack, dann kommt das da hinein. Load Armor. 545er. 20er Slots kann man da machen. Ich überlege gerade, was ich da. Was ich für Munition mitnehmen soll und was ich liegen lassen soll jetzt gerade. Ich würde die Waffe, die du, ich weiß nicht, wahrscheinlich willst du eine M4 haben auf Dauer. Ja. Dann würde ich viel M4-Munition mitnehmen, aber je nachdem, wenn du viele unterschiedlich hast, jeweils so, dass die einen Slot wegnehmen, dann hast du nämlich für den Fall, dass du eine Waffe findest, hast du höchstwahrscheinlich Munition mit. Ja, ich habe da jetzt mal 40 Schuss für die Mosin. Ja. 44 Schuss, aber die 4 Schuss, die lasse ich jetzt gleich, die haue ich weg. 357 ist für die Magnum, oder? 257 ist Magnum. Ja, die haue ich weg, weil die habe ich vorher letztens weggeschmissen, die Magnum. Ja, ich nehme Magnum immer für Zombies, weil die One hätten. Sicher. Ja, das macht aber die FNX auch, oder? Ja. Na gut, dafür habe ich kein Magazin. Da habe ich, also ich habe 2 vorher gefunden. Also ich bin wieder mal in Berenzino. So, dann haben wir das da erledigt. Dann kommen die 2 Stacks da hinein. So, da ist irgendwo ein Zombie gerade, habe ich gerade gehört. Nein, 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 scheiße, was ist jetzt? Ach Gott, ich wollte das noch aufheben. Ich habe das Gefühl, der Charakter geht bald drauf. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade gar nichts sag und trotzdem bei mir aufnehme. Und alle hören Markus zu. Ja. Alter, ich höre auch Zombies überall. So, passt. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Platz im Inventar, nicht viel, aber... Sagen wir so mal ein bisschen was. So, jetzt werden wir dann gleich noch da unten leer machen. Die Cola-Dosen haben wir auch raus. Braucht nicht in der Schnellauswahl. Also am Anfang nervig, wenn die Dosen sich in die Schnellauswahl hauen. So, da vorne ist ein Zombie, den haben wir aber mit der Axt weg. Und jetzt funktioniert auch, gestern hat bei mir nicht funktioniert das Wechseln während dem Laufen. Das funktioniert jetzt auch wieder. Keine Ahnung, was da gestern war. Ah, das Axthauen, das hört sich jetzt viel besser an als früher. Ist das kein Schuss mehr? Na, halt. Aber der Spaten ist garantiert noch ein Schuss, das hat. Nein, wenn du so gegen die Wand haust, hast du glaube ich noch immer den Schuss. Aber wenn du so in der Luft haust, war früher ja gleich gar kein Sound. Und jetzt ja. Hast du so einen, wie wenn du es halt, wie wenn du durch die Luft springst. Also ein Zischen quasi, ja. Ein bisschen. Weiß aber nicht, ob das mit jeder Dings ist oder ob das nur mit der Feuerwehrachse ist oder sonst was. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das Airfield. Normale Axt und Feuerwehrachse vom Sound her gleich machen. Wo ich das normale Airfield, oder ob ich das Airfield nochmal durchmachen soll jetzt. Oder ob ich gleich woanders hingehen soll. Feuerwehrwache, Polizeistation und sowas abgehen. Halt die linke Seite rechts auslassen. Von oben, umgekehrt rechte Seite. Von der Karte her. Eigentlich nur die Feuerwehrwache, halt den Tower da, die Ecke würde ich machen. Quasi die Mitte. Und dann würde Military ich da Base bringt gar nichts, oder? Ich habe da also heute mal durchgeschaut, waren gar nichts drinnen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die waren... Ja, die Spawns sind da zurückgenommen worden. Ich glaube, ob ich nicht die Baracke noch machen wir den unten, wo der Brunnen ist. Ja, da kannst du dann wie sowas trinken, macht ja Sinn. Genau. Ja, da gehe ich wie meistens am Ende vom Airfield gehe ich immer zum Brunnen, je nachdem. Wo bist du, Gunn? Ich bin in Berenzino. Ich werde aber hier wahrscheinlich oben. Mit dem Charakter hier wieso wieder sterben. Wenn ich von Sunichni durchgelaufen bin nach Berenzino, bin schon im Starvation. Das wurde alles ein bisschen härter angezogen und man wird viel schneller. Man spawnt quasi schon mit Durst und Hunger. Und der noch wird krasser. Dann auch noch schneller. Das ist am Anfang ja schon krass, wenn man nichts findet. Ja, ich weiß nicht, sie machen halt, sie wollen es ein bisschen schwerer, glaube ich, machen, weil es hat einfach am Anfang, bevor der erste Patch sozusagen gekommen ist, oder die ersten Patches, war es einfach so, dass jeder mit der, das Urfile nachher herumlaufen sind, M4 und dann einfach töten, und das wollen sie ja ein bisschen verhindern. Weil es soll eher bei die Set der Survival-Charakter rauskommen wieder und nicht mehr das Herumtöten nur die ganze Zeit, und das finde ich auch eigentlich sinnvoller. Ja, aber trotzdem ist es am Anfang mittlerweile extrem scheiße, weil die Zombies, teilweise kannst du die ja wirklich umrennen und die reagieren nicht. Mhm. Aber andererseits gibt es dann wieder Zombies, die rennen auf 500 Meter Entfernung voll auf dich drauf.
Und hier in Berezino, du kannst nicht mehr einfach, was weiß ich, vom Gerüst aus, also hier von der Baustelle aus rüberrennen zum Platz da. Das geht nicht. Du bist, hast so viele Zombies dann hinter dir. Okay, das ist. Überlebst du nicht. Das muss ich mal, da muss ich mal hingehen jetzt nachher, wenn ich ein bisschen Zeug habe. Aber ich sehe gerade wieder, wir sehen uns erst im nächsten Part wieder. So, und ich mache aber dann gleich weiter. So, jo. Dann ciao, Leute. Jo, ciao. Tschö.